und produziere. Was ist das hier? Warp Prisma. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Ja, mache ich jetzt mal. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Und falls der Gegner mit, was weiß ich, so komischen Lufteinheiten kommt, baue ich ja gerade auch Abwehrkanonen. Der Gegner produziert hier weiterhin, das sehe ich. Ich gucke hier mal gerade rum. Was ist das denn jetzt? Okay, interessant. Schön weiter Dark Templar pumpen. Okay, mir ist ja gerade eingefallen, ich weiß ja was, ich weiß ja was gegen Marines effektiv ist. Gegen, Kolosse sind ja gegen Space Marine so effektiv. Hätte ich ja fast vergessen. Gerechtigkeit wird herrschen, mein Leben für alle. Nee, so, okay, setze ich ja mal ein paar Teile hin, aber ich brauche ja Assimilator. Okay, da habe ich gerade irgendwas gesehen. So, was ist das da? Pylone. Ach so, ja, ich wollte ja Geschütze bauen. Zur Abwehr. Nein. Hier eins hin, da eins hin, hier eins hin. Da eins hin, da eins hin, da eins hin. Da eins hin und dann weiterarbeiten. Und die drei gehen jetzt dahin. Und mein Warp-Prisma, wird das da entdeckt? Nee, das wird dann nicht entdeckt. Ja, die Mineralien muss ich jetzt erstmal wieder ansparen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Aber ich greife jetzt einfach mal mit denen an. Mineralienfeld erschöpft. Schön in die Mineral Line. Jetzt mir aber ein bisschen rumlaufen. Wo ist denn der andere? Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Okay, jetzt mache ich aber sofort mal neue. Ich komme aus dem Schatten. Im Namen der Lehre. Mineralienfeld erschöpft. Khatum. Er erbittet unsere Dienste. Ich schicke jetzt einfach mal hier hin. Faszinierend. Mineralienfeld erschöpft. Und hier kommen direkt wieder neue. Dunkelheit, ich komme aus dem Schatten. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich komme aus dem Schatten. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Und dann plätte ich hier noch Marodeure und was weiß ich nicht alles. Und schicke hier wieder welche nach. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich komme aus dem Schatten. Da treibe ich auch mal
Dann treibe ich hier noch mein Unwesen mit den... Und ich falle jetzt auch mal von vorne ein. Warum nicht? Treibe ich jetzt mal hier überall mein Unwesen, zerstöre da alles. Space Marines sind, guck mal, die dunkle Templer sind, selbst wenn sie nicht unsichtbar sind, das sind richtig starke Einheiten. Also dunkle Templer ziehen schon richtig, also die kosten zwar recht viel, aber auch wenn sie entdeckt werden, okay, die sterben zwar schnell, aber die ziehen richtig viel, also die ziehen richtig effektive Einheiten sind das. Und wenn sie gar nicht entdeckt werden, die ziehen richtig. Ihr seht hier richtig die ganzen dunklen Templer. Die ziehen da echt alles platt. Also dunkle Templer. Und ich sehe hier oben sind meine Ressourcen leer. Aber wir haben das Match hier eh gleich gewonnen. Guck, die dunklen Templer, die kommen hier paar und die schrotten alles so schnell. Nichts geht so schnell kaputt wie durch die dunkle Templer. Also dunkle Templer sind richtig starke Einheiten. Das ist auch mal wieder, warum ich... Protoss so liebe. Weil die sind so vielfältig, die haben so unsichtbare Einheiten. Aber man kann so viel Protoss machen, ne? Die sind einfach so hoch entwickelt, so viele verschiedene Techniken haben die. Es ist einfach... Deshalb liebe ich auch Protoss und deshalb ist es auch einmal meine absolute Lieblingsrasse. Erschöpft. Dann mache ich jetzt einfach mal hier. Ich eben schon falsch gemacht. Hier noch Photonkanonen hin und irgendwo hält sich der Gegner versteckt. Muss man mal nach dem suchen. Hier könnte er noch irgendwo was haben. Dann spawne ich hier noch dunkle Templer und greife an. Und hier habe ich immer noch meine ganze Armee an dunklen Templern. Da wird echt alles auseinandergenommen. Der eine hat das Spiel schon verlassen, hier der, aber da ist bestimmt auch noch irgendwo ein anderer. Weil sonst hätten wir ja gewonnen. Aber man sieht so eine Kombi aus dunklen Templern, wenn der Gegner nicht schlau genug ist, irgendwelche diese komischen Teile zu bauen, die die sichtbar machen. Also wenn der Gegner nicht schlau genug ist, wie gesagt, Abwehr gegen unsichtbare Einheiten zu machen, und dann lässt er sich hier von Stalkern und dunklen Templern fertig machen. Da hat man eben keine Chance. Und ich produziere gerade im Moment so viele Ressourcen, da komme ich mit der Produktion überhaupt nicht nach an Einheiten. Oh, was habe ich denn da gemacht? So. Hier könnte noch einer sitzen. Könnte sie jedenfalls sein, aber ich muss jetzt erstmal nochmal...
nochmal Einheiten rein spawnen und ich kann ja mal Immortals bauen. Ach, die kosten ja auch so Unmenge des Pingas. Das kommt ja auch noch hinzu. Daran mangelt es mir im Moment. Ach, die sitzen da voll rum. Aber ich brauche, wir haben eigentlich eh schon gewonnen. Darum muss ich mich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr kümmern. Was verlangt ihr von uns? Darum muss ich mich überhaupt nicht mehr kümmern. Mit den Einheiten, die ich habe, komme ich perfekt klar. Also das ist nur ein Problem eigentlich. Dann mache ich eben nur noch Berserker so lange. Angst ist eine Illusion. Die lasse ich mal da. Shagul Inak. Hä, das war... das ist aber jetzt mal echt komisch. Bei einem bei den Goldenen. Ich sonne mich im da vielleicht. Ich bin lediglich ein Gerechter. Könnten der noch sein? Ihr benötigt mehr des Pingas. Ihr müsst zusätzliche jetzt muss ich den suchen oder was? Im Namen der Lehre. Faszinierend. Wir stehen vereint. Wir sind die Klingen Ayurs. Das ist jetzt aber mal... Ich hasse so Gegner, die einfach nicht akzeptieren können, dass sie verloren haben. Dunkelheit bricht herein. Aber wo ist der denn? Nasperu Unadar. Wo soll der denn noch? Nur noch... Das ist der letzte Punkt, wo der noch sein könnte. Das ist der letzte Punkt, wo der... Okay. Hat keine Streitkräfte, hat er jetzt erst aufgegeben, oder was? Nee, oder? Also... Das ist bei jetzt mal echt lächerlich. Okay, egal. Das ist gut gelaufen, wie ihr seht. Der Gegner war auch nicht so stark, aber ist gut gelaufen mit den dunklen Templern, weil der Gegner zu dumm war, Abwehrmaßnahmen gegen unsichtbare Einheiten zu bauen. Das war des Gegners Fehler. Dann hat Starkiller noch das Übrige getan und dann hat das geklappt. Okay, bis dann, tschö und zum nächsten Mal.